Eine junge Pflegerin wird erschlagen. Unter Verdacht gerät ein Spanner. Er hat sie belästigt. Und selbst wenn, ist das verboten? Je nach Ausmaß schon. In dessen Wohnung finden sie Videos von der Toten und deren Kollegin. Also dann hat der Spanner die Frauen immer und überall gefilmt. Von dem Verdächtigen fehlt jede Spur. Dann schlägt der Täter erneut zu. Diesmal wird die Kollegin der Toten im Pflegeheim schwer verletzt. KF bitte kommen. KF braucht Verstärkung. Ich verstehe das überhaupt nicht. Erst wird eine von meinen Pflegerinnen brutal ermordet. Und jetzt auch noch das hier. Tja, wir gehen davon aus, dass für beide Fälle der gleiche Täter verantwortlich ist. Horst Nolde. Horst Nolde? Den Namen kenne ich. Wir hatten seine Mutter hier bei uns in der Pflege. Bis zu ihrem Tod vor 4 Monaten. Ja, und nach dem Tod seiner Mutter soll er angefangen haben, die Tote und die Verletzte zu belästigen. Stimmt das denn? Ja. Aber ich dachte, dass sich das zwischenzeitlich erledigt hat. Nein, nein, ganz im Gegenteil. Der Mann ist nach dem Tod seiner Mutter sogar in die Nähe der Pflegerin gezogen, um sie besser beobachten zu können. Unglaublich. Aber warum plötzlich diese Gewaltausbrüche? Naja, es könnte sich um verschmähte Liebe handeln. Vielleicht haben ihre Pflegerinnen ihn zurückgewiesen. Das wäre typisch für einen Stalker. Verschmähte Liebe? Nein, das glaube ich nicht. Wenn, dann will er sich für den Tod seiner Mutter rächen. Wie meinen Sie das? Das war von Anfang an das Problem. Dieser Mann glaubt, dass wir hier im Heim Sterbehilfe leisten. Davon wussten wir ja noch gar nichts. Ja, aber es würde die Todesanzeigen erklären, die wir gefunden haben. Dieser Mann ist total fanatisiert. Die pathologische Untersuchung seiner Mutter hat eindeutig ergeben, dass sie eines natürlichen Todes gestorben ist. Aber er hat trotzdem nicht locker gelassen. Ja, und jetzt würde er sich offenbar eigenhändig rächen. Entschuldigung. Hellmann? Pflegeheim Sonnental? Was? Der Verrückte. Ja, Naseband? Ich weiß, dass ihr Bullen da seid. Ja, ich meine, ist ja kein, wirklich kein Wunder, wenn Sie hier so eine Pflegerin so zurichten. Sie ist eine verdammte Mörderin. Sie reden von Sterbehilfe, ja? Ja. Ihr müsst diese Frau stoppen, bevor sie noch mehr unschuldige Menschen tötet. Hören Sie, diese Theorie, die müsste erstmal bewiesen werden. Ich hab ja Beweise, aber ihr glaubt mir doch sowieso nicht. Wir können wirklich über alles reden, aber dafür müssen Sie sich erstmal stellen. Mann, ist das blöd, dass der Spanner abhauen konnte. Ja gut, aber ist doch klar, dass er dort war. Gerrit hat immerhin im Gebüsch sein Handy gefunden. Und die Eisenstange. Meinst du, das war die Tatwaffe, mit der die erste Pflegerin getötet wurde? Ja, gut möglich. Also, wenn man sich so die Verletzung anguckt. Aber vielleicht findet die Spurensicherung ja noch mehr. Übrigens hat sich eine Zeugin gemeldet. Ja, und was sagt die? Die hat die Tote in der Tatnacht gesehen. Zusammen mit dem Spanner. Die beiden haben sich wohl gestritten. Er konnte sie nicht eingreifen. Ja, die Zeugin meinte, die Situation wäre ihr jetzt nicht so bedrohlich vorgekommen. Deshalb ist sie dann weitergegangen. Wahrscheinlich hätte diese Zeugin der Frau das Leben retten können. Naja, aber demnach ist ja der Spanner der Letzte, der die Frau lebend gesehen hat. Tja, außerdem waren seine Hautpartikel unter ihren Fingernägeln. Und brutal genug ist er auch. Das haben wir gestern im Pflegeheim gesehen. Ja. Es deutet alles darauf hin, dass der Spanner unser Täter ist. Zumal der Freund der Toten ein wasserdichtes Alibi hat. Der hat wirklich eine Waffe verkauft. Illegal natürlich. Ja, verglichen mit dem Mord. Ein Kavaliersdelikt. Ja? Hallo. Ach, Sandra, du schon wieder. Ich soll euch noch den abschließenden Abduktionsbericht vorbeibringen. Ach, sehr schön. Mal, Alex. Danke. Wo ist Robert? Der observiert gerade die Wohnung eines Verdächtigen. Im aktuellen Fall? Naja, die Sache mit dem Spanner. Ach, deswegen ist er wohl gestern nicht zu unserer Verabredung erschienen. Hat er dir nicht abgesagt? Doch, aber ohne zu sagen, warum. Oh. Entschuldigung. Kriegst du Geld? Ah, okay. Ja, danke. Tschüss. Das Opfer ist jetzt wieder zu Hause und vernehmungsfähig. Hier
Ja? Schönen guten Tag, wir sind von der Kriminalpolizei. Hast du... Natürlich. Mein Name ist Naseband, mein Kollege Herr Grass. Wir möchten gerne mit Frau Fletcher sprechen. Das bin ich? Wir würden gerne mit Juliane Fletcher sprechen. Ich nehme an, das ist Ihre Tochter? Ja, das ist richtig. Ja, wir würden uns ganz gerne nach dem Tatergang erkundigen und wie es ihr geht. Ach, was soll ich sagen? Ihr geht es nicht gut. Ich versuche, sie gesund zu pflegen. Ja, meine Mutter setzt auch immer Himmel und Hölle in Bewegung, wenn ich mal krank bin. Ja, im Prinzip habe ich gedacht, dass meine Tochter sich jetzt endlich mal um mich kümmern würde. Ja. Denn immerhin habe ich ihr mein ganzes Leben gewidmet. Ja. Können wir vielleicht jetzt reinkommen und mit Ihrer Tochter sprechen? Ja. Gut, danke schön. Juliane? Hm? Die Herren sind von der Kriminalpolizei. Mhm. Aber bitte sprich nicht so lange. Du musst schließlich schnell wieder gesund werden. Ich habe schon genug Sorgen mit mir selber. Ja, Mutter. Bitte. Schönen Tag. Naseband, mein Kollege Herr Grass. Ja. Sie ist nicht immer so. Es geht ihr im Moment nicht sehr gut und naja, jetzt falle ich ihr auch noch zur Last. Er strengt sie sehr an. Darf ich? Klar, bitte. Ja, also wir wollten uns erstmal erkundigen, wie es Ihnen so geht. Wie soll es mir schon gehen mit so einem Gesicht? Das kann ich gut verstehen, aber im Gegensatz zu Ihrer Kollegin sind Sie ja noch glimpflich davon gekommen. Ja. Haben Sie das Schwein endlich gefasst? Nein, leider noch nicht. Aber die Fahndung läuft natürlich auf Hochtouren. Eigentlich ist es nur eine Frage der Zeit. Können Sie bitte mal ganz genau schildern, was da gestern in dem Pflegeheim abgelaufen ist? Ja, natürlich. Ich saß da, der Typ kam reingestürmt, packt mich und haut mich gegen die Glasvitrine mit dem Gesicht. Es ging so schnell, dass ich überhaupt nichts machen konnte. Zum Glück war einer der Ärzte in der Nähe, sodass ich sofort versorgt werden konnte. Und was wollte der Mann von Ihnen? Mich umbringen wahrscheinlich, genau wie meine Kollegin. Ja, aber warum? Weil er wahnsinnig ist darum. Also Ihre Chefin meint, dass er sich vielleicht rächen wollte, weil er annimmt, dass Sie seiner Mutter Sterbehilfe geleistet haben. Ich habe keine Ahnung, was sich dieser Mensch in seinem kranken Hirn zusammenbraut. Das ist ein Pflegeheim, da sterben Menschen. Das ist der Lauf der Dinge. Ja, natürlich, klar. Außerdem hat die Obduktion ja auch ergeben, dass seine Mutter eines natürlichen Todes gestorben ist. Also machen Sie sich keine Gedanken und werden Sie erstmal gesund. Hm? Wie soll ich mir keine Gedanken machen, wenn ich weiß, dass dieser Irre da draußen noch unterwegs ist? Glauben Sie uns, wir tun alles dafür, um den Mann zu finden. Das kommt mir aber nicht so vor. Das darf doch nicht wahr sein. Sandra, was machst du denn hier? Ich habe gehört, dass du hier observierst und da dachte ich, du könntest ein bisschen Gesellschaft gebrauchen. Und Frühstück, ich hoffe, du magst Schokocroissants? Ja, schon. Aber? Das ist ja auch nett von dir. Du kannst auf gar keinen Fall hierbleiben. Eine Observation ist gefährlicher, als du denkst. Ich darf nicht abgelenkt werden. Das Ganze muss unauffällig ablaufen. Okay, klar. Wann wollen wir denn unser Date von gestern nachholen? Unser Date? Ich weiß noch nicht. Hast du Samstagabend schon was vor? Wir könnten ja ins Kino gehen. Shit. Was ist los? Nicht so auffällig da hingucken. Michael, unser Mann ist da. Nein, er geht nicht in seine Wohnung. Läuft direkt zu euch rüber. In die Tiefgarage. Mist! Polizei! Keine Bewegung! Ganz ruhig!